In diesem Video geht es um ein paar abkürzende Schreibweisen bzw. überhaupt ein paar Zeichen, die man kurz erläutern muss und natürlich als allererstes die Lösung unserer Testaufgabe. Sie sollten minus x plus x durch 1 minus 2 durch x minus 1 ausrechnen. Die Lösung, die richtige, ist 2x durch x minus 3. Denn wenn man jetzt als allererstes diesen unteren Teil nimmt, 1 minus 2 durch x minus 1, dann muss die 1 mit auf den Hauptnenner gebracht werden. Das heißt, für diesen Ausdruck hier, sprich für die 1, schreibt man x minus 1 durch x minus 1. Und dann ist das Ganze zusammen, das ist ja wieder 1, minus, also 2x minus 1, gerade x minus 1 unten als Hauptnenner, den haben wir hier. X minus 1 minus 2 ist x minus 3, das haben wir hier. Also haben wir da stehen minus x, das ist genau das, was danach steht, plus x durch das, was ich eben gerade gesagt habe. Die Division entspricht der Multiplikation mit dem Kehrwert. Also das hier ist x mal x minus 1 durch x minus 3. Und das ist dann nichts anderes als, wenn man es ausmultipliziert, x Quadrat minus x, also x mal x sind x Quadrat minus 1 mal x sind x durch x minus 3. So, das gleiche müssen wir jetzt, da wir ja auch das minus x noch dazu addieren wollen, für diesen Term machen. Da müssen wir das Ganze noch auf den gleichen Hauptnenner bringen. Also wir müssen mit x minus 3, Sie sehen das hier, das ist im Nenner, das minus x multiplizieren. Wir haben also x minus, Achtung, an die Klammer denken, x minus 3 durch x minus 3. Und dann können wir das Ganze ausmultiplizieren. Hier oben minus x mal x ist minus x Quadrat. Minus x mal minus 3 ist plus 3x. Das heißt, dieses hier entspricht genau dem. Ich hoffe, das war verständlich. Ansonsten fragen Sie ruhig im Forum nach. Man kann das natürlich noch mal genauer in größeren Einzelheiten vorrechnen. Was man häufig noch braucht, ist ganz was anderes. Und zwar den Betrag einer Zahl. Man möchte also nur wissen, wie ist der Wert einer Zahl, ohne sein Vorzeichen zu beachten. Der Betrag von a ist also a selber, wenn a größer oder gleich 0 ist, denn der Betrag von 0 ist auch 0. Ist auch a oder vielmehr minus a, wir drehen das Vorzeichen ja um, wir wollen dann einen positiven Wert aus der negativen Zahl machen, wenn a kleiner als 0 ist. Nehmen wir zum Beispiel den Ausdruck x minus 3 Betrag. Wann ist der größer 0? Dann guckt man sich am besten mal an, wann ist x minus 3 gleich 0. Und das ist natürlich für x gleich 3 der Fall. Ist x kleiner als 3, also zum Beispiel nur 2 oder 1 oder minus 2, dann ist dieser Wert positiv. Das heißt, wir müssen hier raus machen, also für x kleiner 3 haben wir den Fall, dass wir ein negatives Vorzeichen davor schreiben müssen. Das heißt, das Ganze ist dann letztendlich minus x plus 3 beziehungsweise 3 minus x. Das kann man aufschreiben, wie man möchte. Wenn x größer ist als 3 oder auch 3 ist, dann brauchen wir nichts tun. Dann ist das nichts anderes als x minus 3. Denn dann sind wir ja größer als 0. Also im Falle eines Betrages hat man immer eine Fallunterscheidung, einmal einen ersten Fall und einen zweiten Fall.
Achten Sie darauf, es kommt durchaus vor im Matheunterricht. Eine weitere Abkürzung, die Ihnen über den Weg laufen kann, ist das sogenannte Summenzeichen. Ich hatte schon angedeutet, solche Pünktchenschreibweisen sind nichts. Außerdem ist der Mathematiker ein fauler Hund, insbesondere was das Schreiben angeht. Sie sehen das auch immer in meinen Aufzeichnungen. Ich schreibe das einmal vor und dann erkläre ich es Ihnen. Und das Summenzeichen ist ein gern genutztes Zeichen, weil es einem erspart, solche Sachen einzeln aufzulisten. Wie kann man dann so etwas interpretieren? I gleich 4 und da oben steht eine 6, dazwischen ein sogenanntes Summenzeichen. Das bedeutet, dass unser I bei 4 startet. Also wir haben hier 2 hoch I, also 2 hoch 4 plus, dann sind wir noch nicht am Ende, 2 hoch 5 plus, es geht immer einen weiter, 2 hoch 6. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, da kommen auch noch 2 hoch 7, 2 hoch 8 und so weiter dazu. Tut es aber nicht, weil das hier der Stoppwert ist. Das heißt, haben wir den Stoppwert erreicht, dann hören wir auch auf. Ein letztes Zeichen, das man häufig für die Abkürzung noch braucht, ist die sogenannte Fakultät. Das ist etwas ähnliches wie so ein Summenzeichen, ist fast ein Produkt zusammen. Und zwar ist die Fakultät von n, n mal, und dann zählen wir immer einen runter, n minus 1 mal n minus 2 mal, irgendwann kommen wir bei der 1 an. Das heißt also, 5 Fakultät ist 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Dabei muss man ein bisschen aufpassen, 0 Fakultät ist durchaus definiert, aber ist nicht, wie man erwarten würde, 0, sondern das ist 1 und das muss es auch sein, denn sonst funktionieren sämtliche Regeln in der Kombinatorik später nicht. Also dieses ist eine widerspruchsfreie Definition. Der Binomialkoeffizient ist wieder eine abkürzende Schreibweise, die nennt sich n über k. Es ist kein Bruchstrich dazwischen, aufpassen. Und n über k steht für n-Fakultät durch k-Fakultät. Also hier dieses Zeichen für einmal für n, einmal für die Zahl k. Und dann Ganze wird das noch mit der Differenz n minus k Fakultät berechnet. Das heißt, für das Beispiel hier zum Beispiel 5 über 3 würde man 5 Fakultät durch 3 Fakultät mal 2 Fakultät rechnen. Also ist das 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 durch 3 mal 2 mal 1 mal 2 mal 1, und da können wir dann auch sogar noch ein kleines bisschen kürzen. Mal 1 ist eigentlich nie nötig, das braucht man eigentlich nicht dazu schreiben, das ist unsinnig. Die 2 können wir kürzen, die 3 können wir kürzen und wir können hier eine 2 von der 4 noch kürzen, also ist das 10. Ihr Taschenrechner kann das übrigens auch direkt berechnen. Sie haben sowohl für die Summe eine Taste, da können Sie Summen eingeben. Achten Sie darauf bitte, das geht auch genauso in diesen Einzelschritten nach oben. Sie haben das Fakultätszeichen auf Ihrem Taschenrechner, das Sie verwenden können. Und auch der Binomialkoeffizient ist tatsächlich auf Ihrem Taschenrechner, auch wenn man ihn nicht so direkt sieht. N über K wird mit der Taste durch erzeugt, wenn Sie vorher die Shift-Taste drücken, denn über der Taste durch steht eine Bemerkung, die heißt in Orange, das heißt NCR, die erreichen Sie mit der Shift-Taste, und wenn Sie erst eine 5 eintippen, dann Shift durch und dann eine 3 ist gleich, dann kommt auch die 10 heraus. Probieren Sie es aus, Sie werden merken, es ist ganz einfach.